Entwurf. Ja. Könnte ja mal hier einen meiner Leistungsabzeichen ins Spiel bringen. Also, der Nikolaus ist vorbei. Der Nikolaus ist vorbei und der Keltner läuft immer noch mit den Besen rum. Das sind Stängel, die aus meinem Garten, da mitten in Köln, stammen. Davon sammle ich jedes Jahr so zwischen 30.000 und 40.000 Stück, so einzeln mit der Hand auf. Ne? Also wenn man das mal unter den Kriterien der Tätigkeiten heute, ne, bewerten würde, ist das natürlich, also eigentlich vielleicht schon ein Fall für die Psychiatrie. Ja, oder? Aber gezählt haben Sie sie? Ich habe es dann überschlagen. Also es sind halt, es ist eine bestimmte Anzahl von Bäumen, ne, und das kann man dann, man hat viel Zeit dabei. Wir müssen mal erhellen, wie Sie leben. Sie leben mitten in Köln. Mitten in Köln, ja. Auf einem ehemals brachliegenden Gelände. Immer noch brachliegend. Und wir schauen uns mal ein paar Bilder an. Vielleicht können Sie uns Ihre Welt erklären. Also Sie haben da was aufgebaut aus Sperrmüll und allem möglichen anderen Kram. Im Schatten des Kölner Gerichtshochhauses ist das ganze Gelände. Das da, was wir gerade sehen, das nenne ich mein Adler-Traumhaus. Das ist komplett gebaut in, sagen wir, circa 5 Monaten Handarbeit. Nur Handsägen, Handnageln, zweistöckiges Gebäude. Ausschließlich gebaut aus Abfallholz der Stadt Köln. Also ist ungefähr, wenn der Abfallberg so hoch ist, ist das vielleicht so viel, was ich davon abschöpfen können. Ich sage auch gerne, also wenn wir damit aufhören würden, ja, mit dieser Art des Abfalls, das, den wir produzieren, das ist ja auch ein ist der Leistungsabfall. Und wenn wir stattdessen wieder diese kostbare Materie in unsere Hände nehmen würden und wenigstens den Künstlern in diesem Land, anstatt ihnen immer Hartz IV zu geben, das Material zur Verfügung stellen würden und den Raum, damit etwas zu machen, dann wäre uns allen viel geholfen, weil die Künstler können, wir können euch immer einladen und uns euch also sozusagen entführen aus dieser Taktung wieder in Zusammentakt. Vielleicht Sie haben sich vor 4 Jahren auf diesem Gelände niedergelassen. Ja, sagen wir mal, es war eine Zwangsniederlassung. Ja. Also ich bin ganz übel ausgeraubt worden und stand vor der Frage, gebe ich jetzt diese 25 Jahre Lebensentwurf mit diesem Zirkuswagen auf und verkaufe das oder verbrenne das oder stehe ich da jetzt zu und fange sozusagen, also gehe ganz auf den Grund. Ne? Ja. Ja. Und dann bin ich halt. Und Sie werden da noch geduldet, aber auf diesem Gelände soll das neue Kölner Stadtarchiv, das alte ist ja zusammengebrochen, wie wir wissen, gebaut werden. Und es besteht die akute Gefahr, dass Sie da weichen werden. Also legal im engeren Sinne war es ja nie. Aber, nein, also ich lebe geduldet, das illegalste Leben in Deutschland. Ja. Ja, also ich lebe am Feuer, das ist das Erste. Es ist im Prinzip in ganz Deutschland Feuer machen verboten. Im Zirkuswagenleben ist genauso verboten. Wenn wir an den kleinen Ketern denken, so haben sich Ihre Eltern die Zukunft bestimmt nicht vorgestellt, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Nee. Nee, also meine Eltern haben unter mir und meinem Lebensentwurf schon wirklich viel gelitten. Aber wir haben seit einigen Jahren, hat sich ein ganz wunderbares Verhältnis da auch herausgestellt. Aber was hatten die ursprünglich erwartet? Was soll das Ihnen geben? Also mein Vater und meine Mutter waren auch beide mit 2 Kindern ausgestattet, die kurz hintereinander geboren waren. Mein Vater hatte eher einen Tag, der so an die 12 und 14 Stunden ranging, wo er seine Arbeitszeit in die Produktion und Verarbeitung von Kartonagen investiert hat. Ich als junger Mann konnte also diesen Sinn des immer weiter Verpackens und immer mehr Verpackens und diese Produktionszahlen, die dann, für die mein Vater belobigt wurde, ja jetzt kann man mit dem, was ich dieses Jahr verkauft habe, kann man die Erde jetzt schon 3,5 Mal einpacken. Ich habe das dann versucht zu multiplizieren, wenn es, sagen wir mal, 5.000 Verpackungsverkäufer gibt und die haben alle diese Leistung, ja was bleibt von der Erde übrig? Dann war für mich klar, also der Weg ist es nicht. Sie haben dann die Schule geschmissen? Ja, ein Jahr vor dem Abitur. Ein Jahr vor dem Abitur. Haben Sie es ernsthaft mit dem normalen Arbeitsleben probiert? Ja, ich bin dann sofort, das war nämlich, also ich bin einer, der gelitten hat unter der Scheinbarkeit der Schule. Also unter diesen Scheinaufgaben, wo man dann für benotet wird, und zwar brutalst real benotet wird. Ja, aber dass junge Menschen, vor allen Dingen, ich denke mal, junge Männer trifft das vielleicht noch mehr, spätestens ab 14 ein großes Verlangen haben, ernsthaft gefordert zu werden und echte Aufgaben zu lösen. Ja, was dann in so einem Theaterstück ja viel eher der Fall ist, als die ganzen vorgekauten mathematischen Dinger, die man da so abhakt. Ne?
Das war also der Leidensaspekt, unter dem ich eigentlich schon 3 Jahre gelitten habe in der Schule. Und dann kam diese Änderung des Gesetzes. Wir waren plötzlich vorzeitig mündig. Das hat uns also spontan erwischt. Und da sind recht viele aus unseren Jahrgängen ins Sekretariat gedackelt, weil wir plötzlich durften und haben gesagt, so wie gehen. Ja. Und ich weiß nicht, wer es weiß von euch, aber Ende der 70er gab es dann die Aussteigerbewegung. Haben Sie aber erst mal gearbeitet, richtig gearbeitet, oder? Ich bin sofort arbeiten gegangen. Das war das. Was haben Sie gemacht? Ich bin bei einer Firma, da wo heute in Köln sich der Sparkassentempel erhebt. Da gab es früher einen alteingesessenen Familienbetrieb für Künstlerbedarf und Büromaterial. Und da war ich 3 Jahre insgesamt beschäftigt und habe eben Büromaterialien in Betriebe, Verwaltungen, Großkonzerne, iranische Botschaft, Verfassungsschutz, wer war noch auf der Kundenliste. Also ich habe hunderte Betriebe von innen gesehen und war natürlich als junger Mann auf der Suche, ja, was machst du mal? Aber was ich da gesehen habe, da war nicht wirklich was dabei. Sie sagen dann richtigen Sinn. Nee. Aber Ihre Entscheidung war erstmal, Sie sind mit dem Zirkuswagen unterwegs gewesen. Viele Jahre, wie viele Jahre? Den Wagen habe ich jetzt knapp 30 Jahre und die Entscheidung war zunächst erstmal, nachdem mir klar war, also da läuft nichts mit diesem Berufsleben in der Richtung, war dann 1980 diese wahnsinnige Idee, ich glaube, die hat mir Michael Ende eingegeben, weil ich den viel gelesen habe, einfach wandern zu gehen. Also dieses klassische deutsche Motiv desjenigen, der sagt, also wenn ich hier nicht glücklich bin, dann gehe ich mein Glück suchen und mache mich auf die Socken. Das habe ich wörtlich gemacht. Ich bin erst mal ein Jahr zu Fuß gegangen, habe dann also sehr großen Gefallen an dieser Form gefunden, eben immer mal wieder den Ort zu wechseln und woanders zu sein und zu gucken, wie riecht's da, wie schmeckt's da, wie ist, ne, und so weiter. Und was kann man da tun? Gibt es ja ein leidiges Problem. Also selbst wenn man das Schulgeld in dem Schloss nicht bezahlen muss, braucht man was zum Leben. Ja. Von was leben Sie heute? Heute lebe ich aus und mit dieser Skulptur, die ich da herausarbeite, mitten in der Stadt. Also wer mich besuchen kommt, der findet dort eine, sagen wir, zeitlose Oase der Heimat. Ne? Also er wird. Also es kommen Leute zu Ihnen. Was wollen die bei Ihnen? Das kommt ganz drauf an, das ist ja bei jedem anders. Jeder hat ja ein anderes Päckchen mit sich, jeder andere hat eine Motivation. Die Stadtverwaltung Köln will eigentlich immer nur, dass ich möglichst schnell verschwinde. Also es gibt ganz herzbewegende Momente. Auch ich hatte Gruppen Menschen aus Tibet und Nepal zu Besuch oder aus Afrika. Ja, aber die kommen alle und trinken ihren Tee weg. Das kostet ja noch extra. Ja, gut, es gibt ja eine Spendenkasse, also einen Ausgleich schaffen. Also Sie leben von den Spenden. Im Ausgleich. Aber nicht von Hartz IV, oder? Nein. Nee, das halte ich für Gift. Ja. Also das halte ich echt für ein. Also Sie leben von den Spenden der Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen. Und das sind in der Regel hauptsächlich eher Sachspenden als Geldspenden. Also ja. Dass Jörg Jaksche neben Ihnen ganz fasziniert zugehört hat. Und auch sehr amüsiert. Ja, ich finde das toll. Wie finden Sie so ein Leben? Finde ich gut. Ja? Ich war lange in einer Leistungsgesellschaft, auch in einer wahrscheinlich sehr harten Leistungsgesellschaft. Seit 14 waren Sie quasi, kann man wirklich sagen, im Räderwerk, im wahrsten Sinne des Wortes.